Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute soll es mal um eine neue Thematik gehen und zwar habe ich mir ein paar schicke Kisten rausgesucht, die ich jetzt gleich aufmachen wollen würde. Und zwar schimpfen sich die Ersatzteilbehälter. Und der ein oder andere fragt sich jetzt bestimmt von euch, was ist das, was kann man da rauskriegen und wie funktioniert das Ganze? Aus diesen Ersatzteilbehältern kann man insgesamt, wie ihr hier schon seht, über All the Things, drei Rezepte kriegen. Und diese drei Rezepte gibt es nur aus diesen Behältern raus und das sind alles drei Inji-Rezepte. Um an die ranzukommen, ist es ein bisschen tricky, denn prinzipiell braucht man eine Schulterverzauberung und zwar schimpft sich die Segen des Konstrukteurs und die kann man nur auf Items drauf basteln, die halt im Itemstufe 50 sind oder geringer. Ne? Also es ist ein bisschen, oder ich glaube 60 und geringer, irgendwie sowas im Dreh, auf jeden Fall Low-Item-Level. Ne? Und das ist ein bisschen tricky, dafür braucht man halt erstmal Inji. Und man muss die Inji-Quest in Legion, die schon ein bisschen dauert, fast durchspielen. Das Problem ist, diese Behälter sind aktuell ein bisschen buggy. Heißt, ich habe einen Max-Level-Char und wenn man auf dem Max-Level-Char sich eine Low-Schulter anzieht, kann man das zwar drauf verzaubern, aber die Behälter droppen einfach nicht. Bedeutet, ich musste mir jetzt einen Char nochmal hochspielen, den habe ich jetzt hochgespielt, das ist hier der Priester auf 45. Dann musste ich als zweites, also es dauert schon ein bisschen, den Char nochmal neu hochzuspielen. Dann musste ich als zweites die komplette Legion-Quest-Reihe vom Inji nochmal durchspielen, was so 2 Stunden etwa dauert. Vor allem halt mit dem Low-Char ist ein bisschen ätzend, ne? Und man muss halt auch mehrere Dungeons gehen. Dann hat man diese VZ drauf und dann muss man diese Kisten zum Procken kriegen. Ich habe dann mal gefarmt und habe irgendwie 2 Stunden für eine Kiste gefarmt, was ein bisschen ätzend ist tatsächlich. Jetzt habe ich mich ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt. Anscheinend ist es so wie bei vielen anderen Verzauberungen aus Legion, dass diese Dinger einen internen Cooldown haben zum Procken. Anscheinend kriegst du nur 1 bis 2 in der Stunde. Die erste sollst du halbwegs zügig kriegen und die zweite dann nach längerem Farmen. Ich habe es jetzt persönlich so gemacht, dass ich mir hier einen Spot rausgesucht habe in Legion, wo sehr viele Mobs sind. Ihr seht, hier ist so ein Felsen. Da sind halt ein Haufen so Seelöwen. Ne? Und hier fliegen auch ein Haufen Möwen rum. Und sind noch ein paar Krabben. Also hier sind halt geballt sehr viele Mobs. Ne? Also es sind bestimmt 50 Mobs oder so, die man hier umhauen kann in einem relativ kleinen Feld. Ich zeige euch auch mal, wo das ist. Und zwar, wir sind hier in der verehrten Küste, also quasi Legion-Content. Und dann ja hier so im Surumar, ganz da unten am Meer. Und zwar etwa bei den Koordinaten 86, 82. Ne? Die Geschichte ist, ich habe die nicht mit meinem Loadshow umgehauen, weil da brauche ich ewig, um die zu töten, sondern ich habe meinen Hunter noch dabei. Ich hätte ihn ja euch jetzt unten angezeigt, aber ich bin gerade nebenbei am Streamen und habe die Kamera, wurde bequatscht, dass ich die Kamera anmachen soll. Deswegen seht ihr das nicht, aber mein zweiter Account, Moment, wo haben wir den? Da hinten ist er. Seht ihr, da habe ich meinen Hunter. Und im Endeffekt haue ich die alle hier um, ne? Und hoffe dann, dass ich einen Proc habe. Das können wir jetzt auch mal machen. Warte mal, wir schauen uns das mal von der Weite an. So, jetzt gehen wir da mit dem zweiten Account einmal mit dem Hunter her. Hunter hat den Vorteil, der hat hier schön Sperrfeuer. Und dann ratsche ich hier einmal quasi mit dem Sperrfeuer durch und habe relativ schnell alle Mobs gekillt. Den Vorteil, den ich nämlich hier habe, teilweise ist es so, wenn du schnell viele Mobs tötest, kann es einen Doppelproc geben und du kannst halt manchmal auch 2 rauslooten, ne? Ich hatte es ein paar Mal, dass ich hier alle gekillt habe und dann relativ schnell einen Drop hatte. Ich hatte es aber auch schon ein paar Mal, dass ich alle umgehauen habe, quasi, naja, dann lade ich quasi meinen Priester mit einem anderen Account ein, dann switche ich, haue sie nochmal um, warte bis sie wieder spawnen und so und habe sie x-mal umgehauen und nichts gekriegt. Das ist halt ein bisschen random tatsächlich. So, jetzt gucken wir einmal, wir looten hier einmal rein. Okay, da war schon mal nichts drin. Schauen wir mal da hinten noch. Also es ist jetzt eher zu Demonstrationszwecken, danach machen wir das auf, ne? Ich hoffe, das wären nicht mehrere Teile von der Videoreihe. Dann hätte ich zwar mehr Videos, aber ehrlich gesagt will ich die Dinger nicht weiterfarmen. Weil jede Stunde hier einzuloggen und die Viecher umzuhauen, gibt halt auch nicere Sachen, sage ich euch ganz ehrlich. Hm, da war auch nichts drin. Und dann habe ich hier drüben quasi nochmal die. Okay, da war leider auch nichts drin. Dann kannst du die Möwen noch töten, aber es sind schon relativ viele Viecher. Und mit dem zweiten Account habe ich den Vorteil, ich kann halt hier aus der Gruppe rausgehen. Und dann lade ich quasi mit dem anderen Account den ein und tada, sind alle Mobs wieder da, ne? Dann kann ich die umhauen und dann switche ich immer hin und her und dann kannst du hier eigentlich relativ schnell und effizient alles töten. Gut, das wollen wir jetzt nicht machen. Ich hoffe nämlich, in den Kisten, die ich bereits habe, sind ja hoffentlich meine Rezepte drin. Ich habe ein Video gesehen, wo einer mehrere Kisten aufgemacht hat und da hat er nach 10 Kisten tatsächlich
Schon sein, hat er drei Rezepte im Inventar liegen. Ich habe zwar nicht gesehen, ob es drei verschiedene sind, aber er hatte drei Rezepte nach 10 Kisten. Ich möchte jetzt von meinen Kisten, die ich gefarmt habe, insgesamt 10 aufmachen. Warte mal, die sondern wir mal aus. Es spackt hier schon wieder, ich kann die Kisten nicht ziehen. Ah ja. 1, 2, 4, 5. Die machen wir jetzt mal auf und ja, drückt mir die Daumen, dass die Rezepte drin sind, weil ich will das nicht weiterfahren, das ist ein bisschen ätzend. Gut, Kiste Nummer 1. Nice, da ist schon mal ein Rezept drin. Okay, das ist schon mal sehr gut. Kiste Nummer 2, da war nichts drin. Kiste Nummer 3. Okay, es ist hoffentlich nicht das gleiche. Nice, das sind zwei verschiedene. Warum habe ich denn so viele Kisten gefahren? Bin ich eigentlich dumm? Super, das waren jetzt 4 Kisten und es waren halt alle Rezepte drin. Na ja, gut, das hätte ich mir auch schenken können. Jetzt machen wir die anderen noch auf. Okay, heißt, wir brauchen keinen Teil 2 machen. Ich habe viel zu viele gefarmt. Ich dachte, das ist halt seltener, wenn ich ehrlich bin. Gut, wie viel habe ich noch? Ich habe nochmal 11 Kisten. Oder nee, ich habe nochmal 10 Kisten, so rum. Dann machen wir jetzt halt einen Teil drauf. Und dann halt heißt der Teil jetzt halt nicht, dass ich 10 Kisten aufmache, sondern 20, keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, ich bin sehr froh, ich muss den Scheißdreck nicht mehr farmen. Ich habe viel zu viele gefarmt, weil ich halt dachte, das ist bestimmt selten. Es wurde auf WoW Head 2% angezeigt, ne? Oder 1%, irgendwie sowas. Gut, jetzt lernen wir die Rezepte gleich mal. 1, 2, das eine habe ich sogar zweimal bekommen. Warte mal, ist das ein anderes Rezept noch? Hä? Wait, sag bitte nicht, dass ich jetzt... Hä? Es sind nur 3 Rezepte gewesen, warum habe ich denn jetzt 4 Rezepte gekriegt? Das macht keinen Sinn. Wait, irgendwas stimmt hier nicht. Nicht, dass ich jetzt die falschen Rezepte gekriegt habe. Okay, dem müssen wir jetzt mal kurz auf den Grund gehen. Also irgendwas stimmt da nicht. Der hat jetzt eigentlich auch nur... Jetzt muss ich mal schnell gucken, welche Rezepte ich gekriegt habe. Also ich habe bekommen schwerer... Also das hier ist einmal ein Kopf. Ich weiß gar nicht, das... Okay. Es waren eigentlich 3 Kopfdinge. Jetzt habe ich 4 Rezepte gekriegt. Ketten, Schädel, irgendwas. Das ist auch einer von den Köpfen. Dann... Wisst ihr was? Wahrscheinlich hatte ich einen von den Köpfen, der da rauskommt, mit meinem Worry schon oder mit einem von meinen Inji-Chars und hatte das damals schon mal bekommen, anscheinend. Und deswegen waren es nur 3 Rezepte, das vermute ich jetzt gerade. Ja, das ist auch ein Kopf, okay. Ich habe mich schon gefragt, warum es nur 3 sind, weil es ja 4 Rüstungsklassen sind, okay. Dann hatte ich anscheinend in Legion schon mal einen von den Köpfen bekommen gehabt. Und deswegen, okay, ja gut, hat mich jetzt gerade gewundert. Gut, dann sind wir eigentlich durch mit dem kleinen Opening, bin sehr froh, ich muss hier nichts mehr farmen. Und damit ist es wieder ein gutes Stück weniger an Inji-Teilen. Jetzt fehlen mir nämlich nur noch 3 Rezepte und ja, mal gucken, vielleicht kriege ich die auch noch, wenn ich ein bisschen Glück beim Farmen habe. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und vielleicht hat es dem einen oder anderen auch ein bisschen weitergeholfen, der selbige Rezepte farmen will. Euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.